Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Jetzt geht's auch mal endlich weiter mit der Hauptmission. Nachdem wir jetzt ja eine Jägerin haben in der Siedlung, für sie noch ihren Sidequest erledigt haben, können wir uns ja endlich weiter um unsere Hauptmission kümmern. Achilles, was gibt's Neues? Es ist getan. Johnson ist tot? Nein. Er verschwand, als der Tee vernichtet war. Nur um neue Pläne zu schmieden, ganz sicher. Du hättest ihn töten sollen. Das war nicht nötig. Die Zeit wird zeigen, ob du recht hast. Radun Hagedum! Radun Hagedum! Kanindogo, was machst du hier? Ist etwas geschehen? William Johnson kam zurück, mit genug Geld, um unser Land zu kaufen. Er trifft sich gerade mit den Ältesten. Ich flehte sie an, abzulehnen. Doch ich fürchte, er wird Erfolg haben, wenn du nicht einschreitest. Wie ist das möglich? Der Tee wurde vernichtet. Die Templer waren schon immer so erfinderisch. Du hättest auf mich hören sollen. Bitte, du musst ihn aufhalten. Das werde ich. Weißt du, wo sie sich treffen? Neues Gerät in Geschäften erhältlich. Okay. Wir hätten Johnson wahrscheinlich wirklich erledigen sollen. Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Können wir dahin direkt per Schnellreise? Ja. Von hier aus? Ah, wir müssen... Natürlich müssen wir erstmal hier. Aber hier durch? Ja, wir möchten ins Grenzland. Ja, siehste, haben wir auch schon mal. Unser Pferdchen wieder hier. Nein, nein, nein. Hä? Was? Ich wollte doch hier... Warum sind wir jetzt Bekanntheitsgrad 1? Sei es drum. Irgendwo hier vorne soll ein Gegner sein? Ach da! Da haben wir eine Feder, die nehme ich noch eben mit. Kommen wir denn so an die Feder ran? Au! Nichts passiert. Da unten ist sie wahrscheinlich. Einfach hier runter. Federn in Johnstown finden. Gibt hier nur zwei Federn? Ach, ich drücke hier jedes Mal den falschen Knopf. Interaktives Gespräch. Noch ein interaktives Gespräch. Da haben wir eine Feder. Da haben wir aber auch noch eine Feder. Dann haben wir ja mehr als zwei Federn hier. Dort haben wir noch ein Aussichtspunkt. Nein, nein, wir werden jetzt... Wir werden jetzt erstmal die Mission machen. Oh, da hat er aber warme Füße gekriegt. Thank you.
sieht uns nicht. Ach, und da ist Meister Petz wieder. Ja, das ist noch der kürzeste Weg. Zwischen zwei Punkten ist eine Gerade. Dann rennen wir doch jetzt einfach gerade durch die Walachutten. Und müssen irgendwie gucken, dass wir hier hochkommen. Ich sollte vielleicht mal lernen, auf den Straßen zu bleiben. Ich glaube, das wäre von Vorteil. Da ist unser guter Freund. Die Nagenja der Radit, Ganusse, den Johnsons, Junja der Rockstar. Guahigan, sie wat Neganun Haradun Hagedum. Da Guah der Hardat Guah Gato. Johnson unbemerkt erreichen. Animus da am Bang. Die Zwangsgesetze. Na gut, dann lesen wir das jetzt halt nicht. Außer ich finde die Datenbank jetzt auf die Schnelle wieder. Training Center Option. Wie können wir die Daten hier abrufen? Gut, dann haben wir die Infos jetzt mal nicht gelesen. Ach doch. Will das Spiel mich verarschen? Gut, hier dürfen wir nicht lang. Natürlich dürfen wir hier nicht lang. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich einmal da komplett drumherum. Stimmt, wir haben hier ja den Bären. Aber noch hat er uns nicht gesehen. Gut, da irgendwie müssen wir hoch. Da haben wir ein paar Wachen. Da auch. Ich glaube, wir laufen besser über die Äste. Das ist der Bär gar nicht erst erwischen. Oh, zweiter Bär. Lass uns die Bären gar nicht erst erwischen. Wir müssen an den vorbei. Das heißt. Das heißt, wir dürfen schwimmen. Lieber etwas mehr Abstand. Das sieht nach einer guten Stelle aus. Hallo Bär. Hallo Bär. Und noch ein Bär. Wie viele Bären sind denn da? Natürlich voll vorbeigeschossen. Was macht er denn da?
Oh, das sind. Oh. Bärenkinder. Ich versuche mal an denen vorbeizukommen. Ohne dass die uns hier bemerken. Ich kann doch nicht die Mama da erschießen. Das macht man einfach nicht. Das sieht ja schon mal hier ganz gut aus, oder? Was haben wir denn hier? Oh, ein paar Tomaten. Können wir die pflücken? Natürlich nicht. Oh, da hat mich gerade irgendwer gesehen. Oh, 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 oh. Sind das auch böse? Nein. Sperrgebiet. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich würde gerne hier hoch. Haben wir schon mal ein? Er sieht uns aber nicht. Hoffe ich. Da ist er. Und da kommt jetzt ja noch einer. Ich glaube, wir haben uns hier die falsche Seite zum Anschleichen ausgesucht. Wie sollen wir da an denen vorbeikommen? Zurück mit dir, du mieser Feigling! Halt an, du! Ach, komm schon! Okay, wir starten den letzten Checkpoint nochmal neu. Kann ja nicht sein, dass wir hier direkt entdeckt wurden. Vielleicht doch von der Seite? Ah, da kamen wir ja nicht hoch. Erstmal die Richtung. Wir könnten natürlich auch versuchen, die alle nach und nach lautlos zu töten. Ob das so funktioniert? Und dann da hoch. Das heißt, wir müssen eigentlich drei Leute hier ausschalten. Ich will mich jetzt auch nicht an allen hier so dermaßen lange vorbeischleichen müssen, dass wir 10 Folgen brauchen, nur um zu Johnson zu kommen. Hier über mir ist auch eine. Zwei. Da vorne. Da ist der erste.
Hier mal gucken, kommt der da um die Ecke, der andere? Weil wenn nicht, können wir den gleich so mit dem Wurfpfeil erledigen. Sobald er mit dem Rücken zu uns steht. Das sieht schon mal gut aus. Sieht schon mal gut aus. Der andere kommt anscheinend nicht um die Ecke. So, dann warten, bis der sich umgedreht hat. Und vielleicht den Wurfpfeil ausrüsten. Wir hätten die noch plündern können. Egal. Da sieht man ihn nicht. Da haben wir den nächsten. Komm zu Papa. Plündern und hoffen, dass die anderen uns nicht bemerken. Hier, komm, ab ins Gebüsch mit ihm. Oder dahin. Da ist der nächste. Den müssen wir auf jeden Fall wegkriegen. Oder? Ich sehe nämlich keine Stelle, wo wir hier vernünftig hochklettern könnten. Wie ich jetzt wüsste, ob der da so stehen bleibt. Na, so ist deine Kollegen. Schnell den Körper verstecken. Dann hier lang. Am besten. Ach komm. Ach, hier haben wir jetzt was zu verstecken, wa? Aber schnell hier rein. Ich glaube, die sind alle da oben. Nein, da vorne haben wir einen. Den müssten wir eigentlich noch wegkriegen, der jetzt fast vor uns ist. Warten wir, bis er von seiner Patrouille da gleich zurückkommt. Und sich umgedreht hat. Haben wir noch Giftpfeile? Nein, haben wir natürlich nicht. Ich sag, wir schießen den einfach mit Giftpfeilen weg.
glaube, die sind da wirklich da oben. Jetzt wüsste, ob der uns hier oben sieht. Da haben wir einen. Wir müssen warten, bis der erste weg ist. Und dann den zweiten direkt hinterher. Komm hierher. Komm her. Komm. Komm her. So ist fein. Umdrehen. Nein. Da bleibst du liegen. Du kommst zu deinen Kollegen. Auf die andere Seite vom Haus. Da ist der nächste. Läuft die Straße hier auf und ab. Da kommt sein Kollege. Die Astgabel, die wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, ihn da zu erwürgen. Wenn wir hier hinten hinlocken könnten, das wäre ideal. Ist der erste. Der nächste dürfte da auch. Ah, da kommt der nächste. Okay. Okay, dann halt. Dann halt doch nicht mehr unentdeckt. Gut. Oh, es sah so gut aus. Es sah so gut bisher aus.